im Brüderstübchen. Moin Moin, Leute, 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 Leute. Wir sind fresh unterwegs. Wir sind fresh, aber Daniel hat wieder schlechte Laune. Am Anfang zu drehen, er hat schlechte Laune. Am Anfang war immer so, Paul hat wieder schlechte Laune, aber es hat sich gedreht. Ja. Weiter im Folgen, dann hat Epsch immer schlechte Laune, ey. Immer der mit der Sonnenbrille hat schlechte Laune. Kleiner Tipp für euch. Sonnenbrille, der, dem geht's immer nicht so. Das ist wegen den roten Augen, die soll keiner sehen. Gerade geheult. Du bist ein Psych. Ey, wenn die Eltern auf uns machen, so Psych, 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 Psych. Irgendwie so haben die auch gesagt, Psych. Also einfach. Nee, diese, Psych. Psych, oder? Psych, ja, Psych. Das heißt irgendwie einfach. Psycho. Ja, einfach wenn jemand so zickig war und ja. Aufstand gemacht bockig, hat. Bockig, ja. Bockig war. Psych. Ja, okay. Das ist immer so hart auch gleich, ey. Eigentlich voll die heftige Beleidigung. Wir wussten noch nicht, was das heißt bis heute nicht. Psycho. Boah, ja, heißt Psycho. Psycho. Du Psycho. Ist das nicht eher so, du bist eine Memme? Nee, nicht Memme, sondern irgendwie so, hör auf zu heulen oder irgendwie so? Jetzt stell dir vor, du sagst einfach zu deinen Kindern, so, ein bisschen am Meckern, na, nee, die sind, du Psycho, du Psycho. Du Psycho, lass mich in Ruhe. Oh, du Psycho. Ja, gut. An dieser Stelle. Herzlich willkommen in dem Stübchen von den Brüdern. Willkommen. Mm. Ja, hallo Jixi. Dings. Kodex gebrochen. Wer war gemeint? Meine Hand. Ey, guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Ich weiß nicht, wann du das hörst, aber fühl dich geborgen. Fühl dich aufgehoben in diesem Podcast. Fühl dich gut. Fühl dich nice. Aber bald nicht mehr, denn es kommt zu einer Bibellese, die dich packen wird. Die, ja. Du wirst nicht mehr derselbe. Du wirst nachher nicht mehr derselbe sein. Du wirst verändert. Du wirst verändert aus dieser Session rausgehen. Du wirst eine Stunde älter sein. Und, ey, sei gespannt. Aber zuerst einmal an den schlecht gelaunten. Ich habe die Brille ausgezogen, ich bin wieder gut gelaunt. Aber mit guter Frisur. Jetzt sieht man dein blaues Auge. Jetzt sieht man dein blaues Auge. Ich weiß auch jetzt, warum. Ey, ich wollte dich gerade fragen. Was ist da los? Was ist da passiert? Was ist da los? Okay, ich nenne den Namen. Ein Alex hat mir ins Gesicht geschossen. Aber natürlich nicht extra. Gestern? Ja, genau. Er war der Verteidiger, hat ihn einfach weggepüllt und ich habe ihn halt abgekriegt. Und ich ihn. Ja. Aber wusste ich, das wird ein blaues Auge. Mach mal so. Wenn ich. Ja, krass. Jo, so sieht man es heftig. Ja. Naja, also. Ich liebe trotzdem Fußball und ich bin trotzdem nächste Woche am Start. Höchstwahrscheinlich. Wo am Start? Wieder beim Fußball? Ja, okay. Auf jeden Fall. Ja, also, schlechte Laune habe ich. Warum? Wir hatten nämlich heute so ein bisschen diskutiert, weil ich so ein bisschen immer dagegen bin, so eine Bibellesung zu machen. Ich dachte so, ey, wenn das in einem Gespräch, aus einem Gespräch kommt, ne, dass irgendwie Paul sagt, ey, das bewegt mich, da habe ich irgendwie einen guten Bibelvers für, haben wir ja auch manchmal, dann finde ich das in Ordnung, aber irgendwie schon direkt mit so einer Bibellesung zu starten, ja genau, da waren wir im Diskurs. Joa, aber, und er ist wieder zu spät gekommen, wir wollen gleich in den See jumpen, aber das wird vielleicht erst alles zu spät und wir haben aber uns vertragen, ich verstehe seinen Punkt und er versteht Daniel, meinen Punkt nicht. Wie geht's dir? Ey, wirklich, ich wollte euch noch eine Sache fragen. Eine Sache. Und zwar, ich habe jetzt... Okay, wenn ihr euch gefangen habt. Okay. Wirklich, mir wurde jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass Paul der Lustigere ist. Ja, wurde mir auch gesagt. Das finde ich super. Ja. Man ist ja auch wahrscheinlich. Also im Podcast schon. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, Ich bemühe mich. Es werden Formate kommen, Freunde. Wir sind in der Findungsphase, wie ihr raushören konntet. Es werden Formate kommen. Wir werden uns Gedanken machen. Wir werden nach... Nee, soll ich schon sagen? Nee, egal. Machen wir später. Doch, wir wollten auf jeden Fall. Jetzt ist gerade ja... jetzt sind die Leute am Start, bevor sie wieder abschalten nach dreieinhalb Minuten. Zuschauerbindung mindestens 2 Minuten 30. Da sind wir jetzt schon drüber. Aber vielleicht schaffen wir auch heute 4 Minuten.
Nee, unsere beste Zuschauerbindung ist irgendwie fast bei 15 Minuten, ne? Also das ist ja auch schon gar Das nicht ist so schon schlecht. Und stabil. bei Spotify sogar noch besser. Also auf die ganze Folge gesehen, ne? Wer sich mal dafür interessiert, fragt uns. Ich denke wirklich, wir sollten ein paar Ansagen machen, weil diese Folge kommt ja jetzt nächsten Montag raus. Quasi, das ist der letzte Montag vor den Diesen Ferien. Montag. Und Jetzt, wo du dann. sie hörst, am Montag ist sie rausgekommen. Ja, genau. Wir Wir nehmen heute auf, das ist der Dienstag, die Woche zuvor. Und wir wollen danach eine Sommerpause machen, weil wir Sommerferien haben. Ich bin 4 Wochen unterwegs. Ich glaube, Paul ist ja, also nicht, ich glaube, ich weiß, er ist auch unterwegs. Und da, ich Nee, weiß nicht, ob ihr in den nö, Urlaub fahrt. bin nicht Nö. unterwegs. N-n-n, bin auch nicht Ihr macht doch. unterwegs. Weiß voll Hä, du fährst doch mal in den Bescheid, Urlaub, Paul. Mit Family. Gar nicht jetzt? Habt ihr alles gecancelt? Wow, Kann er gleich okay. nochmal erzählen. Dann bin ich der Einzige, der für ein paar Wochen weg ist. Das heißt, du kommst zum Freakstock mit. Ich mache Werbung fürs Freakstock. Ja, das Richtig? ist Wer wahrscheinlich ist? wieder zu so einer Zeit, wo ich gar nicht kann. Wenn Weil es er dann meine im letzte Urlaub Schulzeit ist. ist. Schwänz die Schule. Okay, cool. Ja, dann vielleicht für ein paar Tage, weil wirklich ich jetzt schon ein paar Leute habe, die mit am Start sind. Das wird eine Ich richtig hätte auf schöne, jeden Fall nette Bock. Runde. So ist es Und nicht. ich wurde gefragt, ob ich bei der Sterni-Bar aushelfen kann. Ich soll da sogar ein bisschen Musik Was ist auflegen. das? Sterni ist ein Bier. Und die haben da so ein paar Stände. Und das soll halt dann Beim so eine, Freakstock haben die ja Stände. genau, so eine Russenbar werden, quasi, ne? Organisiert von Freunden. Mit Und Disco. die wollen dann halt, dass ich ein bisschen Musik auflege. Ah, chillig. Und dann auch noch genau zusätzlich helfe bei der Bar. Da Das fängt deine Karriere wird an. Spaß machen. Ach, ja. Als DJ. Ich weiß gar nicht, ob ich mein Pult mitnehmen werde oder einfach Einfach so für eine den Look. Playlist. Wahrscheinlich einfach so eine Playlist. Nein, einfach für den Look. Nimm dein komplettes Equipment. Bau den ganzen Tisch zu Ja. und muss nicht mal anschließen, ist egal. Auf jeden Einfach Fall nur. hier mit Jägermeisterkette aus Gold. Ja. Nee, da freue ich mich wirklich schon drauf. Das wird cool. Genau, Okay. aber Sommerpause wurde angesprochen. Und wir nutzen die Pause, um uns zu reflektieren, um uns zu finden, um einen Kurs entweder zu halten oder zu verändern. Einige Veränderungen stehen schon fest, die sagen wir jetzt noch nicht. Aber da werden auf jeden Fall neue Dinge, interessante Dinge auf euch warten. Und wir werden ein paar Formate wahrscheinlich mal reinbringen. Irgendwie mal so ein paar Fragestunden machen mit ein paar lustigen Sachen zwischendurch. Genau, über die Sommerferien werden wir höchstwahrscheinlich so paar Specials machen. Ne? Auch in den Ferien, genau. Ja. Vielleicht. Wir hatten ja schon angesagt, auch dass wir in den Ferien vielleicht mal draußen mal so eine Folge machen. Aber ob diese Folge dann auch während den Sommerferien rauskommt, das wahrscheinlich Gucken wir nicht. mal, ne? So eine Ja. richtige Folge wird erst nach den Ferien rauskommen. Ja, Ne? so eine So Standard, eine normale. Standardfolge. Ja. Über irgendwelche Instagram-Geschichten oder so, das ist ja was anderes. Genau, guckt auf Instagram, da machen wir eigentlich dann immer die Ankündigung, wenn es was Besonderes gibt. Haben wir noch nie gemacht, aber werden wir ab jetzt machen. Genau. Ja, kann ja sein. Doch, haben wir. Ja, gut. Paul, erzähl mal. Aber du hast noch nicht gesagt, wie so deine Woche vielleicht war, kurz. Oh, ja, ach, die Wie? letzten Tage war ja, unsere Kleine hatte sich da verschluckt. Hm. Die ist ein Jahr alt. Und dann ja, musste sie ins Krankenhaus, einmal um zu checken, ob sie noch genug Luft kriegt. Und dann war sie mit Conny, waren dann da 3 Tage, also übers ganze Wochenende, von Freitag bis Montag dann dort. Ich hatte die zwei Großen zu Hause. Ja, also alles, was man so irgendwie antreiben will, Projekte oder halt sich für einen Marathon vorzubereiten, ist dann halt alles auf der Strecke geblieben. Aber ja, jetzt wieder im Alltag. Insofern alles wieder gut. Ja, Daniel, ich weiß nicht, Paul, ob du das mitbekommen hast, aber als du mir das gestern gesagt hast, musste ich wirklich sagen, so, boah, Alter, wie krass ist das so, ne? Ich meine, so diese Hilflosigkeit und so, wenn irgendwie dem Kind es nicht gut geht und gerade so, was das angeht, ne? Verschlucken, Ja. wie schnell sich das aufs Gehirn auswirkt und so, Ja, ne? so Und du nichts machen Sauerstoffmangel, ne? kannst, so, ne? Ich finde das so heftig. Das ist wirklich, das ist so ein richtiges Horrorszenario, ne? Ja, Was ihr da so irgendwie ein bisschen durchlebt habt, ne? ich kann es ja einmal kurz erzählen. Ich kam in die Küche rein, sie war am Möhrchenknabbern, hatte so den Mund voll mit so ein paar Möhrchenstückchen, hatte sich dann so gefreut irgendwie, dass ich reinkam, stand sofort auf, also sie hat frisch gehen gelernt vor ein paar Wochen, rannte auf mich zu und irgendwie beim zweiten Schritt schon klatschte sie einfach nach vorne und auch mit dem Gesicht so auf dem Boden. Wir wissen nicht, ob mit dem Mund oder mit der Nase irgendwie gestoßen, auf jeden Fall war sie schon sehr, sehr doll am Weinen.
hat aber den Mund voll noch mit Essensstückchen. Und da ist dann auch irgendwie ein Stückchen in den Hals oder wo auch immer reingeflogen. Und dann hatte sie sich auch stark verschluckt, war dann am Weinen und am Husten gleichzeitig. Hat sich dann irgendwann gefangen, alles war wieder normal, aber im Laufe des Tages haben wir schon gemerkt, irgendwie stimmt da was nicht. Sie war immer wieder am Husten, so fast so am Würgen, sehr nörgelig. Also ihr ging es nicht gut, das hat man schon gemerkt. Und dann nach dem Mittagsschlaf kommt dann Conny rein ins Büro und sagt, fällt dir was auf an ihr? Und sie war halt im halben Gesicht blau, also so um den Lippen blau, die Lippen selbst waren blau, die Hände waren so marmoriert, also so. Also man hat so wie so ein Muster auf den Händen gesehen, als wenn die Venen oder was auch immer, ich kenne mich da nicht aus, als wenn die so ganz an der Oberfläche waren, so blau, ne? Unter den Fingernägeln blau. Sie war normal, so am Atmen und alles normal, aber du hast halt gesehen, da stimmt was nicht, ne? Und da haben wir meinen Schwager angerufen, also Connys Bruder, der arbeitet ja beim Rettungsdienst und hat ja tagtäglich irgendwie so Fälle. Und der sagte dann, okay, das sieht nach einer Hypoxie aus, glaube ich. So war der Begriff. Das heißt halt einfach Sauerstoff, zu wenig Sauerstoff. Und dann haben wir beim Krankenhaus angerufen, Rettungswagen wollten wir bestellen, haben die nicht rausgeschickt, haben gesagt, wenn wir selber fahren, sind wir schneller. Das heißt, da war dann unser Schock, den wir hatten, gemischt mit Wut, teilweise Aggression so ein bisschen auf diese ganzen, auf das Krankenhaus und so. Gut, haben wir alles stehen liegen gelassen, ins Auto reingeschmissen und direkt ins Krankenhaus. Und da hat sich dann auch alles ergeben. Also das Stückchen ist dann irgendwie, hat sich dann wohl gelöst und dann ging es ihr wieder gut, hat wieder normale Farbe ins Gesicht bekommen. Und aber die haben die halt wirklich zur Beobachtung dann halt die Tage dort behalten, weil es halt sein könnte, dass das Stückchen in die Lunge gerutscht ist, dann eine Lungenentzündung vielleicht kriegt und so weiter. Aber ist nicht eingetroffen. Insofern, das waren unsere Tage so, oder der Freitag war halt so ein bisschen Schock, ne? Wenn dein Kind siehst, sie hat gezittert währenddessen auch. Also da war irgendwie ein Kampf im Körper, ne? Von so einem kleinen Kind. Und da, das ist schon nicht normal. Geht einem schon unter die Haut. Aber Gott sei Dank, alles gut. Genau. Okay. Ja, ich Stimmung ist im wollte. Keller. Nee, alles gut. Ich wollte kurz noch mal zu der letzten Folge was sagen. Ich kann mich erinnern, du hast ja jetzt mal weg jetzt von dieser Ja, Situation. klar, Ja, also, alles. Es ist ja alles gut, uns geht's okay. gut, wir sind dankbar, deswegen. Also, du hast ja Eduard gefragt, beziehungsweise wir sollten etwas über Eduard sagen. Irgendwie ein Satz oder irgendwie was Positives. Und dann ist mir aufgefallen, wo ich was Positives über ihn sagen sollte. Ich habe es mir nachher nochmal angehört. Übrigens tut mir leid wegen dem Ton oder tut uns leid, dass der bei Spotify gerade auch bei der letzten Folge gerade mein Mikro war echt schlimm. Da war immer so ein krasses Rauschen. Das war echt blöd. Ich hoffe, das wird diesmal anders, aber diesmal sind es ja wieder die normalen Mikros. Und Eduard hatte manchmal so ein bisschen Aussetzer mit dem Ton, also dass der Ton sehr leise war oder kaum zu hören. Gut, egal. Auf jeden Fall, mir ist aufgefallen, wo ich dann was Positives über ihn sagen sollte. Habe ich meine Stimme gewechselt und mehr so eine Witzstimme gemacht. Oh, ja, also Eduard, du bist ja schon. Weißt du, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Dass man einem nicht was Positives einfach normal sagen kann. Ja, dann sagt man das halt, hey, du bist schon echt gut und du bist echt schön. Und was ist das denn Verstellt für ein so. kindisches Verhalten? Selbst Kinder können das besser. Die können einfach einem klar sagen, was an dir gut ist. Papa, an dir ist gut, du kannst gut argumentieren, du kannst gut Mathe, du kannst dies und das gut. Ganz normal, einfach sagen. Wir haben ja in der Schule auch immer sowas wie eine warme Dusche. Und ich finde das manchmal echt erstaunlich, was die für Punkte finden. Also so eine warme Dusche, jemand macht nach der Pause, ist vorne und macht so eine Pausenbesprechung und sagt, dann gibt es irgendwie was zu klären von der Pause. Und dann gibt es am Ende nochmal so eine warme Dusche über diese Person, die diese Pausenbesprechung macht. Und dann dürfen alle Kinder sich melden, die das was Positives sagen wollen. Und da kommt wirklich bei jedem Kind etwas, ne? Bei einigen mehr, bei einigen vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem, bei jedem Kind kommt irgendwie was Schönes und die lernen das, positive Sachen über jemand anders zu sagen. Voll gut. Ohne Scham und ohne schlechtes
Gefühl oder was ohne ist ihre Stimme verstellen zu müssen. Ohne ihre Stimme verstellen zu müssen. Und dann dachte ich, ja, das ist doch dumm irgendwie. Also ist mir halt so an mir selbst aufgefallen. Da dachte ich, das gibt's doch nicht. Du kannst doch jemand anderen einfach so ganz normal sagen, was. Mhm. Aber ist gar nicht so einfach. Also mir fehlt's gar nicht. Man will irgendwie ausweichen. Ne? Ja, oder dann macht man irgendwie so ein bisschen so einen Scherz draus oder. Mhm. Meint das irgendwie schon ernst, aber sagt es irgendwie in so einer komischen Tonlage oder so. Das ist. Aber warum ist das so? Warum? Weil es einem unangenehm ist, irgendwie jetzt irgendwie. Aber warum ist es unangenehm? Also ich frage mich das gerade selbst. Weil es etwas sehr Persönliches ist vielleicht auch. Ich sage jetzt etwas über deine Person und ich will dir nicht zu nahe treten, obwohl das ja auch was Gutes, was Schönes ist. Aber irgendwie man will so eine gewisse Distanz vielleicht doch wahren und. Wenn man einem einfach sagt, so, hey, du kannst das und das gut, dann, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht psychologisch, wie man das erklären kann. Gibt es wahrscheinlich viele Gründe. Ich hätte vielleicht, also jetzt so ganz schnell eine Erklärung. Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind. Weil jedes Lob wurde so, ja, Gott sei Dank. Ja, also es war ja immer so gemünzt auf, ja, das ist nicht mein Verdienst, sondern alles, was ich kann, das ist Gnade Gottes so quasi. Mhm. Und dementsprechend einfach auch die Reaktion des anderen war immer so, also immer dem so Herrn die demütig, dem Herrn Herrn die Ehre und so weiter. Und deswegen haben wir es vielleicht nie wirklich gelernt, jemanden zu loben, oder? Ich weiß nicht, also mir geht das nicht mehr so. Ich glaube nicht, dass ich meine Stimme verändere, wenn ich jemanden lobe. Mache ich, glaube ich, auch nicht immer. Aber mir ist es in diesem Gespräch halt aufgefallen. Gerade meine Kinder kann ich auch ganz normal loben. Sag mal was Nettes zu Daniel. Kein Durchschnitt. Man stellt fest, es ist wirklich eine Krankheit bei ihm. So. Selbst so ein Tourette, weißt du? So ein Tick. Du musst dein Mikro, wenn du dich drehst, mitnehmen. Ne? Wenn du zu Paul sprichst, nimm das dann mit. Ja. Jo, ich versuche. Also das ist mir irgendwie aufgefallen. Das ist nur so ein Aber es ist gut, wenn man sich reflektiert, dann kannst du ja dich selbst hinterfragen und irgendwie gewisse Einstellung vielleicht. Ja, ich versuche das mal bewusst nächstes Mal anders zu machen. Aber ich finde es jetzt dann auch irgendwie so komisch. Jetzt sag mal einfach mal was Positives. Es kam ein bisschen so aus dem Nichts. Wir waren nicht vorbereitet, ne? Ja, dazu sagen. Ist das auch für mich auch ein bisschen schwierig, dieses Spontane dann auch. Ich habe mir null darüber Gedanken gemacht. Ich war so, oh Mann. Aber auch weil wenn dir jetzt nichts einfällt, ja, super. Ja, dann schnippst du so mit der Hand so, warte, hab ich gleich. So, ja, und dann machst du irgendeinen Witz draus. Also, naja. Das ist die eine Sache, die ich noch mal kurz sagen wollte, bevor wir hier zum Thema kommen. Die zweite Sache ist, ich habe heute was gehört zum Thema Zuhören. Und das war so eine kurze Folge über ein paar griechische Philosophen, über die Stoiker oder Stoiker. Wie auch immer. Okay, wie sagst du es? Stoiker kenne ich. Stoiker, glaube ich, so ist das. So passt das. Die kommen übrigens ja auch in der Bibel vor. Paulus argumentiert ja da irgendwie in der Apostelgeschichte, glaube ich, auch da so ein bisschen mit denen oder über diese Philosophie. Egal. Jedenfalls, das fand ich ganz interessant. Die sprechen darüber, wie du einen Raum betreten solltest oder wie man rüberkommt, wenn man zum Beispiel in einen Raum geht, wo alles vielleicht Unbekannte sind und wenn du da schon gleich so gebückt reingehst und dann werden die Leute gleich dich einschätzen, weil unsere Körpersprache ist eine Art Sprache, die jeder lesen kann. Mhm. So hat das gesagt, fand ich ganz interessant. Und dann hat er auch noch gesagt, was zum Zuhören, dass man, wenn jemand spricht und man dann zuhört, sollte man so bei 60-70% Augenkontakt halten. Zu viel ist auch nicht gut, weil das wird dann als aggressiv wahrgenommen. Zu wenig ist, okay, so abwesend. Kein Interesse. Ja. So, aber so 60-70%, ich meinte nur, ich wollte jetzt heute mal 60-70% so. Okay, gut, kurz weggeguckt wieder. Ja, ja. Ich habe 90% Paul angeschaut. Ja, das ist schon leicht aggressiv. Über das ganze Gespräch. Aber ich würde das gar nicht als aggressiv, sondern man kennt ja, es gibt ja diesen Spruch, man hängt an seinen Lippen, weißt du? Wenn so ein Guru oder so das jemand spricht. Das ist was anderes, wenn einer spricht und 70 Zuhörer hat. Aber ich meine jetzt in so einem Zweiergespräch oder in so einem Dreiergespräch. Ja, aber du hast eine Person, die du sehr achtest.
autoritäre Person. Und wenn er was sagt, dann hat das Kraft und es ist immer etwas, was dich bewegt. So, dann wirst du nicht bei 60, 70% sein, sondern wirst du Das fast bei 100% sein. ist wirklich jetzt nicht die Situation, die da gemeint ist, sondern in so einem Gespräch. Du In fährst mit einem im Zug, einer sitzt dir gegenüber, ihr redet. Wie lange guckst du dem in die Augen? Sozusagen. Für mich war das Ja. immer total schwierig oder ist immer noch überhaupt, weil das ist schon wieder so eine Sache. Ich weiß nicht warum, aber ich kann eigentlich, ich muss das richtig bewusst machen, dass ich dir so jetzt ins Gesicht schaue. Ich habe das Okay. gelernt über die Jahre, aber es ist nicht meine Art. Meine Art wäre einfach die ganze Zeit so zu reden. Und du hörst das jetzt trotzdem zu. Das ist ja auch so eine Ja. Art, Man kann es trainieren, ja. aber ich glaube, jemand, der generell nicht Augenkontakt halten kann, der hat irgendwie andere Probleme. Also, es gibt Personen, ich hatte damals einen in der Klasse, der konnte dir nicht in die Augen schauen, wenn er mit dir gesprochen hat. Der hat irgendwo an die Decke geguckt, weggeguckt. Weil, das kann man auch psychologisch so erklären, Menschen haben Angst, etwa, dass du etwas in ihnen siehst, was sie aber nicht verraten wollen. Also Die Augen, die Die Augen Seele, sind es der, ist die Seele, ne? Der Spiegel der Seele, genau, der Zugang zu Spiegel uns. der Seele, so. Das ist vielleicht Eine eine Erklärung. Erklärung. Es gibt da wirklich auch in diesem ganzen Spektrum Autismus und so weiter und so fort. Leute finden das extrem schwierig, unangenehm überhaupt mit jemandem zu reden, in Kontakt zu treten und ihn dann auch noch so anzuschauen, Augenkontakt zu halten und sowas. Ja, also ich trainiere bewusst immer wegzugucken, wenn mich jemand anschaut, immer wegzuschauen, damit die Leute mich komisch finden und das mag ich. Also es ist einfach nur so ein Okay. Fun-Fact, den ich jetzt mal hier einfach so, was ich jetzt letzte Woche gehört hatte, mit den 60, 70% fand ich einfach mal interessant, ob das auch wirklich so stimmt. Ja, das würde ich überhaupt nicht unterschreiben. Also ich würde sagen, es kommt komplett drauf an. Mit wem? Also wenn du dich mit deiner Frau unterhältst, da können es auch ruhig mal zwischen 90 und 100% Nein, auf sein bei keinen. einer guten Beziehung. Das musst du wirklich mal beobachten, Nein, Daniel. Ich machst du doch glaube, dass das nicht. Du tatsächlich nicht redest, der wenn Fall du mit ist. deiner Frau redest, guckst du noch die ganze Zeit so an. Also wenn du wirklich ein Gespräch mit ihr hast, Ja, wirklich, jetzt ja. nicht Tisch aufräumen nebenbei irgendwas machen, Ja. du sitzt einfach und unterhältst dich mit ihr. Trotzdem hast du da nicht 90% Augenkontakt, glaube ich nicht. Gerade beim Essen, du schaust auf den Teller. Du, Nicht beim Essen. Du machst nichts nebenbei. Ja, aber Du bist so eine einfach. Situation gibt es auch selten. Meistens ist man doch irgendwie, zum Beispiel, du gehst aus Ja, ist selten. und so weiter. Deswegen Und sage ich, es kommt auf die Situation an. Zum oder, genau, Beispiel, man geht spazieren, man guck mal, fährt zum Beispiel, wir Auto. sind jetzt in einem Gespräch, wo wir nebenbei nichts anderes machen. Und ich habe nur Augenkontakt, entweder mit dir oder mit dir. Nur. Aber Ich wenn gucke so. nirgendwo anders hin. Wohin? Warum auch? Nee, guck Was jetzt zum gibt ja Beispiel nichts ich, anderes? wirklich, das ist überhaupt nicht Guck mal, strange, ich gucke da auch nicht aber weg. nein, das meine ich auch. Du sprichst und ich denke gerade über irgendwas nach, was du mir gerade sagst, heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht aktiv an dem Gespräch teilnehme. Ich weiß, aber deine Sitzposition ist auch so ausgelagert, dass du direkt aus dem Fenster guckst, wenn du gerade guckst. Wenn ich gerade gucke, gucke ich euch beiden in die Augen. Es gibt dazu von Loriot so ein paar lustige Sketches, die wir letztens mit Eduard, der Stimme, gesehen haben. Da sind auch, es sitzt so ein Pärchen am Fernseher und der Fernseher ist dann irgendwie kaputt und die starren trotzdem immer so dahin. Und so, ja, wir müssen ja nicht dahin starren. Und dann einfach so ein lustiges Gespräch darüber, wo man hinguckt oder so. Oder ich bin noch nicht gezwungen einzugucken. Nee, also ich finde auch, ich sehe das nicht so, dass man jemand zu 100% Augenkontakt halten kann. Manchmal erklärt man was oder guckt man gerade auch woanders hin, ist man gerade irgendwie in seiner Gedankenvorstellung und beschreibt was und dann hält man wieder Augenkontakt. Ist doch voll okay. Es darf nur nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Denke ich schon. Das Also ich würde passt schon. komplett sagen, was ist das gerade für ein Gespräch? Wie ist die Beziehung mit der Person? Und wie ist das Umfeld gerade? Das spielt Auch bei einem alles mit ernsten rein. Gespräch. Zum Beispiel, jemand erzählt wirklich was ganz Ernstes, was auch immer. Und du. Und wenn du dir da die ganze Zeit so anstarren würdest. Nee, nicht, hat nichts mit Starren. Ich starre dich auch nicht an. Nee. Wir reden ja normal. Ja, glaube ich auch. Aber genau das hatte ich auch schon mal gehört, gerade in Bezug auf Dates. Ne, so, also da war irgendwie, das war so ein Ratgeber oder wie auch immer, wo auch immer ich das gelesen habe, dass schau ihr nicht ganze Zeit in die Augen, sondern auch hin und wieder auf die Brüste.
So war es nicht, sondern es ging einfach nur darum, dieser ständige Augenkontakt, der kann Das aggressiv ist wahrgenommen gar werden. nicht so gut. Ja. Das ist gar nicht so gut, wenn Ja, du beim ja. Date Ja, sie ja. die ganze Zeit so Guck mal, anguckst. weil die Beziehung noch nicht da ist bei einem ersten Date, deswegen kommt es dann einfach creepy rüber, nach dem Motto, was will der Kerl? Ich erzähle doch gerade gar nichts. Oder Aber irgendwie, und er starrt mich ich trotzdem würde es mal an. spannend finden, beobachte dich mal, wenn du zum Beispiel mit Conny Ich redest. würde sogar sagen, ich achte oft darauf, wie Mhm. aktiv ich gerade zuhöre. Also, aber Weil ihn du und kannst ja ich, einfach hören. wie gesagt, meistens, wenn wir am Tisch sitzen zum Beispiel, entweder essen wir zusammen oder wir spielen Klar. was zusammen oder wir machen was Lockeres. Das sind 60% schon Wo man viel. so sitzt, einfach so und sich so unterhält, kommt ja nicht so oft Ein vor. Date, wo du eine Kerze in die Mitte Ja. stellst. So, wo du mit dem Essen fertig bist. Du sitzt, Oder kommt nicht so oft aufs vor, kommt Essen auf wartest, die vielleicht Ehe im an oder so. Restaurant. Oder du wartest Ja. im Restaurant und man hat sich noch was zu erzählen nach 10 oder 15 Jahren Ehe. Dann, glaube ich, guckst du nicht irgendwo rum, sondern ich glaube, dann bist du wirklich bei fast 90%. Wenn beide, ich sag mal, psychisch gesund sind, weil, ja, wenn du, guck mal, wenn du so ein Trauma hast von damals, Dinge nicht verarbeitet hast, total die Unsicherheit bist, Nicht jeder, selbst, der wegguckt, hat vielleicht gleich ein selbst bist Trauma. du noch ein Psycho oder so. So Meinst du, der ein guckt ganz gesund? Psych. Psych. Wenn meine Kinder Psych sind, gucken die auch einfach auf den Boden, trotzig. Na, ey, das ist typabhängig. Ich würde nicht sagen, dass ich irgendwo. Also, ich weiß, dass ich so eine Person bin, die eine Überwindung braucht, jemanden auch überhaupt anzuschauen und so weiter. Das musste ich lernen, aber ich bin bei diesen 60, 70%. Die finde ich realistisch, Okay. die finde ich gut. Ehrlich gesagt. Also Das wäre mein ich Point. bin immer drüber, über 60%, würde ich sagen, weil dieses Weggucken ist für mich oft ein Zeichen von Unsicherheit. So nehme ich das oft von Menschen wahr, die mir im Gespräch nicht in die Augen gucken können. So, hast du Angst vor etwas oder Ja, flüchtest du gerade aber von mir? Daniel, Bin ich dir zu 60% ist ja nicht wenig. Wenn jemand gar nicht in die Knapp Augen über gucken die kann, das ist Hälfte. was ganz Knapp über anderes. die Hälfte, also. Naja, wenn du Ich. ein Date hast von 3 Stunden und du guckst 3 Stunden dem doch nicht auch in die Augen oder Aber du so. sitzt ja dir auch nicht 3 Stunden Das ist, komplett genau, ohne ich Tätigkeit glaube, ihr werdet gegenüber. euch da wahrscheinlich so oder so nicht finden und ich meine, Daniel kann das ja wirklich mal beobachten, aber Du ich auch. glaube trotzdem, ja, ich beobachte das, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich genau so bin, ne? Also, dass ich irgendwie so bei den 60, 70 bin. Könnte ich mir vorstellen, aber ein Gedanken noch dazu. Oder vielleicht eine Frage, weil ich meine, ich bin jetzt ein Jahr verheiratet, vorher, ne, ein paar Jahre mit Jessie zusammen. Meine Dates, ja, die sind eigentlich so gut wie nie. Da ist eine Kerze in der Mitte Ja. und wir sprechen miteinander, sondern Dann. wir sitzen auf einer Bank, Ja. wir gehen spazieren oder sowas. Und dann haben wir ein Gespräch so oder so, wo wir uns vielleicht gar nicht in die Augen schauen, ja. Oder vielleicht mal hin und wieder, ne? So, sucht man kurz den Blickkontakt oder sowas. Aber dass es wirklich zu diesen Gesprächen kommt, jetzt reden wir mal. Auch mit Freunden nicht. Ich Ist kenne das gar typabhängig. nicht. Also Nein, es so ist gut wie gar nicht. typabhängig. Ja? Und ich würde von dir behaupten, dass du das auch nicht magst. Du musst nebenbei etwas machen. Du willst dann gehen, spazieren, du willst etwas machen. Dieses Gegenübersitzen, das magst du nicht, Aber würde ich dann jetzt ist mal man ja einfach nicht, behaupten. dann ist man ja nicht gleich irgendwie psychisch gestört Das oder irgendwie sage ich auch sowas. nicht, aber ich sage, jemand, der psychisch gestört ist oder der mit sich selbst Probleme hat, der unsicher ist mit sich selbst, dass dieser Mensch nicht mal auf 60 und 70 oder 70% Das mag kommt. sein, aber ich Das würde ist meine trotzdem auch Aussage. nicht jeden, der das nicht schafft, gleich sagen, dass der psychisch Das habe ich gestört auch ist. nicht gesagt. Ich habe gesagt, jemand, der aber Probleme mit sich selbst hat, schafft es nicht, auf 60, 70% zu kommen. Davon bin ich fest überzeugt. Aber jemand, das andersrum, das muss nicht heißen, weil da kommen viele Kriterien rein. Die Gut. Umgebung und so weiter und eure Umgebung. Also von mir aus können wir auch weiter über diese Themen sprechen, finde ich voll interessant. Und eigentlich können wir jetzt einen Cut machen, das ist schon eine Folge. Aber Nee, alles du gut. bist. Genau, alles gut. War ja auch von mir jetzt einfach Und du bist ja nicht mal fertig mit den Themen. so ein Anstoß. Was mir einfach aufgefallen ist, fand ich einfach interessant, diese Sache. Zum Beispiel jetzt rede ich auch.
Aber ich rede irgendwie auch zu euch beiden oder gucke gerade woanders hin. Machst du extra? Nein, meine ich nicht extra. Das war eben tatsächlich nicht extra. Um zu beweisen. Aber das ist manchmal auch so eine Art Entlastung. Also ich fühl das irgendwie so, dass wenn mich einer die ganze Zeit anguckt, jetzt guck mal woanders hin, keine Ahnung. So ein bisschen. Kommt auf die Beziehung und auf die Situation und auf das Gespräch an. Ja, das stimmt. Ja, nee, aber Themenwechsel. Du hast ja auch eine Gefühlsachterbahn hinter dir mit dem Fußball. Du hast ja stark gehofft, dass Deutschland gewinnt. Warum, Paul? Warum war es dir so wichtig, dass Deutschland in der Gruppenphase dieser EM auf Platz 1 kommt? Genau, das ist eine gute Frage. Und lass uns doch mal jetzt einfach noch mal kurz so ein bisschen über die EM sprechen. Hätte ich Bock zu. Und das, was ich eigentlich vorhatte, das verschieben war, weil ich finde das Thema trotzdem sehr interessant, was ich eigentlich vorhatte. Ich wollte heute eigentlich nämlich über also einen Teil der Bergpredigt reden, aber auch diesbezüglich dann über konservative Christen, über was sogenannte freie Christen, was die unterscheidet und so weiter. Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Würde ich aber dann verschieben auf ein andermal. Wenn das, ja, ist auch ein guter Teaser. Können wir ja weil wir jetzt schon anteasern. Ungefähr 15 Minuten wahrscheinlich gesprochen haben und jetzt nochmal irgendwie 15? Wir haben schon über eine halbe Stunde gesprochen, locker. Echt? Ja, natürlich. Ach so, mein Zeitgefühl, was das angeht, ist manchmal. Von daher, EM. Wir nehmen ja auf hier im Juni 2024 und da läuft die EM in Katar. In Katar. In Germany. In Deutschland und nächsten Samstag, also jetzt diesen Samstag, spielt Deutschland im Achtelfinale gegen wen eigentlich? Das entscheidet sich heute abends. Heute? Heute um 9 Uhr fängt das Spiel an. Wie spät ist es jetzt? Fast 10. Also heute abends entscheidet sich, wer der Gruppengegner wird, aber ist völlig egal. Heute Abend oder heute Abend? Das ist mir jetzt egal, wer der Gruppengegner wird. Wichtig ist mir nur, dass Deutschland spielt, denn ich werde dort vor Ort sein. Ich hatte im November bei diesem Losverfahren mitgemacht und habe da 2 Tickets bekommen fürs Achtelfinale vom Gruppenersten der Gruppe A. Nice. Und jetzt, egal wer der Erste wird, den schaue ich an. So, und wenn das jetzt die Schweiz sein sollte, was sie ja noch war, in der 90. Minute. Ja. Da war ich schon sehr traurig, sage ich mal, weil ich mit Elias da hinfahren werde. Und dann dachte ich, wollte dich fragen, Paul, gibt es da eine Möglichkeit, dass du vielleicht doch mich mitnimmst? Wäre einfach mega nice, dass Deutschland das spielt, weißt du? Und ich dachte schon, die Chancen stehen nicht schlecht, gerade nach den ersten 2 Spielen. Mhm. Deutschland gewinnt beide souverän, sage ich mal. Gut, das zweite nicht ganz so souverän, aber trotzdem. Und das dritte, oh, da haben die sich so schwer getan. Und dann schießen die auch noch ein Tor. Das erste, Elias flippt fast aus neben mir und freut sich wie so ein Keks. Ich so, abwarten, ne? Wer weiß, was hier gleich noch gecheckt wird. Abseits, whatever. Und tatsächlich, die checken's und es zählt nicht, ne? Mhm. Weil irgendjemand da im Weg war. Es war noch nicht mal abseits, sondern einer stand. Nein, davor gab es einen Foul, das war komplett gerechtfertigt. Nein, das war meiner Meinung nach nicht komplett gerechtfertigt, weil Musiala, man könnte das auch anders auslegen. Stimmt, das war nicht. Das war ein Stürmer-Foul, also gut. Nein, müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Es kann man auch anders deuten und sowas ist auch mal oft einfach durchgegangen. Und dieser Schiri hatte eigentlich so eine Linie, wo er alles, also vieles hat durchgehen lassen und hier auf einmal nicht. Also kann man lange drüber diskutieren, whatever. Jedenfalls da hat so das 1-0 für Deutschland, jawohl, ich bin dabei am Samstag. Deutschland, wahrscheinlich. Nein, zählt nicht. Die Schweiz schießt auf einmal ein Tor. War das in der ersten oder zweiten Halbzeit? Irgendwann. Und dann verteidigen die wie die Bekloppten und Deutschland schafft es einfach nicht, da durchzukommen. Dann Niklas Füllkrug wird irgendwann eingewechselt, relativ am Ende. Die Nachspielzeit beginnt. Ich habe schon aufgegeben, so, ja schade, Schweiz. Wird halt spielen, auch schön, aber es ist halt lange nicht das Gleiche, ne? So, und dann schießt Niklas Füllkrug tatsächlich das eine Tor zum 1-1, womit wir zum Gruppenersten geworden sind. Ja, krass. Mit 7 Punkten. Echt in der letzten Situation. In der letzten Situation sind wir noch Gruppenerster geworden. Vielen war das egal. Dir zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, so wichtig war mir das Spiel nicht. Deutschland ist ja eh weiter. Ja.
Aber bei mir war das halt mega wichtig. Und ich deute das tatsächlich irgendwie auch so. Ah Gott, ist doch noch gut zu mir. Wow. Es ist natürlich wieder, ey, es ist natürlich wieder so. Paul. Das kannst du doch nicht daran festmachen. Aber gefühlsmäßig sehe ich das vielleicht irgendwie schon so als so eine Art Geschenk für mich an. Verstehst du? Ja, also und, warte mal. Ich weiß, dass die ganzen Schweizer, die da jetzt gerade ein Ticket hatten, das jetzt komplett andersrum sehen, dass das genauso wie... Da gab es auch genau einen Paul und einen Elias. Das ist genauso wie, du kannst dafür beten, wenn dein Land im Krieg ist, dass dein Land gewinnt und so weiter und die anderen beten, dass ihr Land gewinnt. Mhm. Ich weiß. Aber trotzdem, gefühlsmäßig fühle ich mich da von Gott geliebt. Lass mich doch. Das ist eine subjektive Sache. Also, absolut. Aber ich finde das übrigens eigentlich ein sehr cooles, interessantes Thema auch irgendwann mal. Ne? Also dieses subjektive, ey, da hat Gott was für mich gemacht, aber vielleicht... Ja. Also andere sehen es ganz anders. Oder wofür man betet halt, wenn man auf dem Parkplatz keinen Parkplatz kriegt, meine Güte. Leute verhungern auf der Welt und weiß was ich und du betest hier inbrünstig um einen Parkplatz, bekommst ihn und denkst, Gott ist gut. Mm, ja. Das Verhältnis stimmt nicht ganz. So, aber es ist, man fühlt das in der Situation. Kenne ich hundertprozentig. Und sozusagen, weißt du, und in dieser Situation ist mir sozusagen was Gutes widerfahren. Und ich bin dankbar. Ich muss sagen, Paul, ich habe voll Bock drauf einfach. Ja. Ne? Mit Elias, wir fahren zur Jugendherberge, mit der Bahn fahren wir dahin. Da gibt es Euro-Tickets, wenn man ein Fußballticket hat, kriegst du für 30 Euro, egal wohin, so wie ich es verstanden habe, für eine Fahrt mit dem ECE auch, kannst du halt hinfahren. Voll gut, 30 Euro vom Preis her, mit ECE, mit dem ECE auch, kostet sonst das Doppelte oder noch mehr, locker, ne? Ja, ist irgendwie nice. Das war so bei mir, weswegen ich mich sehr gefreut habe, dass Deutschland erst hat. Soll ich dir mal sagen, wer der Gegner sein wird? Wahrscheinlich, weil das Spiel läuft gerade noch. Let's go. Stand jetzt Dänemark. Und das war auch Stand vorher, weil ich hatte vorher auch geguckt, da war Dänemark auch auf dem zweiten Platz. Okay. So, wahrscheinlich wird es Dänemark. Aber die spielen noch. England das kann ist sich am noch unwahrscheinlichsten. Ändern. Weil England wird wahrscheinlich Erster in der Gruppe. Also jedenfalls war es vor heute noch so. Und da habe ich gedacht, England wahrscheinlich nicht. Wobei, das wäre überhaupt so ein Kracher, ne? Andererseits würden wir dann auch noch schneller rausfliegen, vielleicht. Eventuell, ja. Ja, aber andere sagen auch, Dänemark ist eigentlich der schwierigere Gegner im Vergleich zu England. Weil England momentan nicht so eine gute Phase hat und so weiter. Ja. Aber ich finde trotzdem... In jedem Fall, Gott wollte das so. Ich denke trotzdem, wenn es gegen England geht, wird es doch schwerer als gegen Dänemark. Und ich hoffe schon, dass Deutschland auch weiterkommt, weil dann ist man da und dann ist Deutschland raus. Okay, egal, aber das Spiel haben wir gesehen. In Zukunft. Paul, warte mal. Ich habe gerade ein negatives Gefühl. Soll ich dir sagen, warum? Nein. Weil wir waren beide schon zweimal in Dortmund. Oh, ja. Um live mitzuerleben, wie Dortmund eskaliert, wenn sie gewinnen. Letztes Jahr im finalen Spiel in der Bundesliga, wo sie gegen Bayern die Bundesliga gewinnen könnten, dann aber verloren haben im letzten Spiel und Bayern dann trotzdem meist. Da waren wir ja in Dortmund. Und das war doch auch so, dass die erst recht spät ein Ding gemacht haben, oder? Ich habe es nicht mehr im Kopf, wie genau das war. Aber Aber auf jeden Fall... Wir sind hin, um die Eskalation zu erleben und mitzufeiern. Dortmund hätte die Chance, Erster in der Bundesliga zu werden. Und sind einfach dann wieder nach Hause. Die Chance war eigentlich wirklich sehr hoch. Warte, dann waren wir ja dieses Jahr zum Champions League-Finale. Ja. Okay, das war so ein bisschen auch vorherzusehen. Gegen Real Madrid wäre schon ein Wunder. Trotzdem, wir waren da beim größten Public Viewing, was es überhaupt in Dortmund gab. Über 20.000 Leute. Wir standen echt gut mittendrin. Und konnten nach dem Spiel einfach nach Hause fahren. Es gab keine Party, keine Eskalation. Und jetzt fährst du zu Deutschland. Ich weiß auch ja nicht. Auch in Dortmund. Weiß ja aber nicht. Aber es spielt nicht Dortmund, sondern in Dortmund spielen ein Dortmunder. Ich glaube, es ist so, überall wo Paul ist, geht es nicht gut aus. Paul bringt das Unglück nach Dortmund. Hör mal auf. Halten wir so fest. Paul, Gott hat Paul lieb, aber Paul bringt das Unglück nach Dortmund. Ja, nee, ich glaube, die schaffen es. Ich glaube auch. Könnte ich mir gut vorstellen. Es wäre ziemlich cool, wenn am Ende Deutschland es wirklich schafft und du bei so einem Spiel dabei gewesen bist. Also in allen Fällen ist das ziemlich cool, so eine Karte zu bekommen. Ja. Wir haben es ja damals auch alle versucht. Wir haben ja richtig, wir sind ja auch in diesem Losverfahren gewesen. Ich glaube, wir haben auch einen Platz irgendwo in der Südkurve da. Also wir haben jedenfalls wieder die besten Plätze. Im Süden gehen wir irgendwie rein. Ist das so? Sind das die Besten? Ich dachte eher, dass die Außenbester sind. Ich war erst einmal im Stadion, das war aber in so ein Billigspiel zwischen Bielefeld und Paderborn.
Also okay. Jetzt nicht erste Bundesliga, sondern vierte oder dritte, dann, wo die damals waren. Dann wird das schon enorm sein. Dann wird das für dich schon enorm sein. Das war schon cool. Da hat man einen Stehplatz. Das war schon irgendwie von der Stimmung her cool. Aber das ist schon was anderes hier. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ein Achtelfinale. Ja, du hast ja so oder so bei jedem Spiel dann erstmal hier, ne, diese ganzen, wie sagt man hier, diese Liturgien. Ich weiß nicht, Abläufe. Abläufe, naja. Bist du Philosoph? Was sind nur so komplizierte Worte? Nein, Liturgie, kennst? Das so heißt in der Kirche. Ja, ja, genau, deswegen. Ich wusste jetzt nicht ganz genau, wie das, wenn man das dann nennt, aber ne, dass da irgendwie so, ne, die Hymne gesungen wird und all sowas. Das ist schon, glaube ich, Rituale vielleicht. Ja, das wird schon sehr eindrucksvoll. Und wie gesagt, was muss ich Elias geben? Nein, mit dir hätte ich es voll gerne gemacht. Ich weiß, nein, Paul, das ist eine sehr schöne Sache zwischen aber, dir und Elias. Ja. Oh, ich habe den Namen ganz Zeit gesagt, ne? Hat er selber gesagt. Kann ich auch vielleicht mal piepen. Hat er selber gesagt, glaube ich, okay. Ja, okay, gut. Zwischen dir und deinem Sohn. Okay. Ja, Bro, cool. Also, schick Bilder. Haben wir heute geschickt gemacht, ne, in dieses Thema. Hast so du Umgang, gut hingekriegt. Oder? Aber eigentlich ist Paul selber schuld, würde ich fast sagen. Weil er hat uns reden lassen. Ja, der haut einfach dann irgendwie so ein Thema raus, wie hier, worüber wir vor lange gesprochen haben. Ja. Ne? Und so komplett, so einfach so. Und, natürlich. Diese Folge war einfach natürlich. Wir haben uns einfach natürlich unterhalten. Ich glaube, Gott hat auch dich lieb. Deswegen hat er die Bibellese vermieden. Paul, ich muss sagen, nach deinen Erklärungen. Okay, war das theologisch jetzt so korrekt? Ich weiß nicht, aber wir werden nachschauen. Wir lassen es so stehen. Ja, nach deinen Erklärungen habe ich auch dich verstehen können. Dein Anliegen bezüglich, ne, ja, das, was du irgendwie vorhast. Und denke auch, dass, also immer nach dem Gespräch, hey, alles in Ordnung. So, ja. Ne? Aber vor dem Gespräch habe ich schon manchmal so. Vor dem Gespräch so immer so dieses, du hast keinen Bock drauf, weil du deine schlechten Erfahrungen gemacht hast und ich ja auch teilweise auf jeden Fall oder eigentlich genauso. Ja, Paul, ich habe diese vier Verse gelesen, ne? Ich meine jetzt so zum Teaser. Ja. Ich habe diese vier Verse gelesen und dachte, ja, also ich meine, ich habe da irgendwie eine Meinung zu, aber also ich hatte da irgendwie Angst vorm Gespräch quasi, so, ne, weil ich meine, ne, gerade was gesetzliche Christen angeht, Christen, die Freiheit leben und so weiter, und ich zähle mich, glaube ich, zu denen, die irgendwie so eher die Freiheit leben, da, also das ist schon auch irgendwo ein Streitgespräch, aber ein heißes Thema, auf jeden Fall, ja. Ja, aber ich fand es einfach, nur mal um kurz, ich möchte gleich Schluss machen, ja, gerne, aber Alex und ich, ich sage jetzt nicht, welche Alex, hatten uns unterhalten, genau über dieses Thema, unabhängig davon, dass ich darüber gern reden wollte mit euch, dachte ich, das passt gut. Und ich wollte jetzt gar nicht so sehr, sondern schon so über dieses, wie jeder Einzelne von uns jetzt so lebt, sondern schon auch so textgebunden darüber reden. Und in diesem Sinne dann auch vielleicht, was verstehen wir unter einem gesetzlichen Christen und unter einem freieren? Denn unsere Intention ist ja immer, gesetzlicher Christ gleich schlecht. Aber Jesu Stellung zum Gesetz ist gar nicht, dass er so negativ gesinnt war gegen das Gesetz. Und überhaupt, die Juden haben ein ganz anderes Verhältnis zum Gesetz, als jetzt das, was Luther immer so gesagt hat über das Gesetz oder wie er das Gesetz gedeutet hat, nämlich immer nur als Zuchtmeister auf Christus hin und so. Die Juden haben ein anderes Verständnis vom Gesetz. Die tanzen um das Gesetz herum, das ist, hat eine befreiende Wirkung. Sehr, sehr spannend, sage ich dir, sehr interessant, worüber wir uns da unterhalten haben und was ich da auch von ihm lernen konnte, zum Beispiel durch dieses Gespräch, aber auch schon durch andere Vorträge auch und so. Und das würde ich gerne euch auch mitteilen und vielleicht ist das so eine Art Teaser. Mein Vorschlag wäre, dass ich auch das nächste Thema mache, weil wir jetzt so ein bisschen so das jetzt auch teasern, zu dieser Thematik vielleicht. Können wir nochmal drüber reden? Wäre jetzt so mein Vorschlag, würde sich vielleicht anbieten. Aber jetzt würde ich das Ganze gern beenden wollen und wir freuen uns auf das Deutschlandspiel am Samstag. Hoffen, dass Deutschland weiterkommt und wir hören uns dann oder ihr hört uns dann erst wieder so richtig regulär nach den Sommerferien von NRW.
Das müsste genau. irgendwann mal im August sein. Ja. Ende August oder so. Von und denke trotzdem, dass wir ein paar Specials machen, zumindest irgendwie ein paar kleine Videos. Müssen wir mal gucken, wie unsere Muße ist, welche Ideen wir haben. Aber ja, und du bist 4 Wochen weg, also. Ja. ja. Da ist gar nicht Muße das Thema. Okay. Unterwegs. Und danach habe ich Elternzeit. Aber ja, da kann ich nicht weg, weil Jessi anfängt zu arbeiten. Also. Ich bin total gebunden an zu Hause, weil Ina viel unterwegs sein wird in den Ferien. Oh. Okay. Ja, aber gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dani, ich wollte noch was Positives sagen über dich. Ich mag dein T-Shirt. Jetzt, jetzt machen wir alles kaputt. Schöne Ferien also, euch. Ciao, ciao. Man sieht sich. Bis dann. Verreist schön mit eurer Familie. Dir hat es gefallen? Dann abonniere uns doch. Und über einen Like freuen wir uns auch.